Nummer 6. Das neue 1L-Rad Kingsong KS14D ist neu gestaltet worden und wird Sie mit seinem eleganten Design verführen. Dank des integrierten Teleskopstieles können Sie es überall sehr einfach transportieren. Große Manövrierfähigkeit und Leichtigkeit, perfekt für Fahrten in städtischen Gebieten. Dieses Modell ist mit einem 800 Watt Motor ausgestattet, der eine Leistung bis zu 2400 Watt bei einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern entwickelt, um Steigungen von 30 Grad zu überwinden. Mit seinen Front- und Rücklichtern, die sich dank eines Lichtsensors automatisch einschalten und reversibel sind, können Sie sich nachts bequem und sicher fortbewegen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 5. Der Kingsong KS14M ist der optimale elektrische Einzelradantrieb für den Einsatz in der Stadt und für den unerfahrenen Benutzer, der ein Fahrzeug mit außergewöhnlichem Preis-Leistungs-Verhältnis, maximalem Handling und minimalem Gewicht benötigt. Er wird Sie mit seinem eleganten Design und dem integrierten Teleskopgriff für den einfachen Transport verführen. Ausgestattet mit einem 800 Watt Motor, der eine Leistung bis zu 2400 Watt entwickelt, erreicht der KS14M eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km pro Stunde und kann Steigungen von 30 Grad überwinden. Mit seinen Front- und Rücklichtern, die sich dank eines Lichtsensors automatisch einschalten und reversibel sind, können Sie sich nachts bequem und sicher fortbewegen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 4. Was das Fahren anbelangt, so beschleunigt dieser InMotion V8 Modellroller schnell und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km pro Stunde. Seine Manövrierbarkeit ist ebenfalls sehr einfach und geschmeidig, so dass Sie mit höchster Präzision beschleunigen und anhalten können. Er hat hohe Pedale, was uns eine große Kontrolle in engen Kurven ermöglicht, ohne dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt mit den Pedalen den Boden berühren. Er verfügt über ein 16 Zoll Rad und hat eine Reichweite von 40 Kilometern, mit einer Aufladezeit von etwa 4 Stunden und 30 Minuten. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. One S2 entdeckt das einrädrige Fahrzeug wieder. In sein schlichtes Äußeres sind verschiedene innovative Technologien und präzise Designs eingearbeitet. Eine Hochgeschwindigkeits-CPU und ein präzises Gyroskop sorgen für eine hohe Empfindlichkeit beim physikalischen Feedback, wodurch dieser anpassbare Modetrend zu einem aufregenden und unterhaltsamen Fahrerlebnis wird. Der 16 Zoll dünne, leistungsstärke, bürstenlose 16 Zoll Elektromotor arbeitet mit der fortschrittlichen Sinuswelleninverter-Technologie von Ninebot One, um eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km pro Stunde zu erreichen. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Airwheel schlägt sein elektrisches Einradmodell Q5 Serie 14 Zoll Zweirad vor, das dem Fahrer ein sicheres und einfaches Fahrerlebnis auch für Anfänger bietet, auch weil es eine bessere Balance hat, dank der zwei Räder, die eine bessere Leistung auf der Straße im Vergleich zu Einrädern bieten. Es kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 18 Stundenkilometer fahren. Es hat eine Lithium-Batterie mit 170 Wattstunden. Es ist vorne und hinten mit LED-Leuchten und einem Kippschutz ausgestattet, der aktiviert wird, wenn das Einrad eine Neigung von mehr als 45 Grad erreicht. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 1. Dieses elektrische Einrad von Momo Design Modell Paris 14 hat einen 350 Watt Brushless-Motor. Es kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 18 Stundenkilometer zirkulieren. Es kombiniert eine 2200 mAh starke Flüssig-Ionen-Batterie, mit der Sie mit einer einzigen Ladung problemlos mit einer Reichweite von bis zu 20 Kilometern fahren können. Es ist mit einem 14 Zoll Luftrad ausgestattet, wiegt 10 Kilogramm und kann Erwachsene bis zu 120 Kilogramm tragen. Klappbare Fußstützen. LED-Frontleuchte. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung.